Servus miteinander, euer Schorsch und Tour ist wieder unterwegs. Dieses Mal wieder in Oberösterreich. Begonnen habe ich diesmal in Ort im Innkreis, bin dann weitergefahren nach Reichenberg zum Augustiner Chorstift. Das habe ich mir angeschaut, habe dann eine kleine Wanderung entlang den Chorherrenweg bis runter zum Inn und wieder rauf gemacht, haben mir die Gärten angeschaut. Anschließend bin ich weitergefahren nach Obernberg am Inn, ein schönes barockes kleines Städtchen mit schönen Häusern. Dort habe ich mir ein Mittagessen gekauft, bin eingekehrt, habe mir es gut schmecken lassen. Und jetzt gehe ich für heute noch in die Therme Geinberg und freue mich auf ein bisschen Erholung und Entspannung im Wasser und in der Sauna. Bis demnächst. Miteinander. Euer Schorsch und Tour ist wieder unterwegs. Heute früh war ich erst einmal zum Frühstück in Braunau und habe mir die schöne Stadt Braunau ein bisschen näher angeschaut. Wirklich tolle Altstadt, gibt es viel zu sehen und bin dabei ein bisschen mit dem Radl in der Stadt rumgefahren. Anschließend bin ich weitergefahren mit dem Wohnmobil Richtung Holzöstersee. Da habe ich dann einen Parkplatz gefunden. Bin dann mit dem Radl zum See runter, habe eingekehrt auf einen kurzen Umtrunk in die schöne Gaststätte direkt am See. Bin dann mit dem Radl weitergefahren mit zwei älteren Damen, die auf dem Weg zum Höllerer See, das ist ungefähr 5-6 Kilometer weg vom Holzöstersee, habe dann dort noch eine Runde gedreht und bin wieder mit dem Rad zurück. Jetzt geht es weiter nach Mattighofen. Dort möchten wir dann das KTM-Museum anschauen. Bis später. Thank you.
Servus miteinander. Heute war ein richtig interessanter Tag. Morgens war ich erst einmal frühstücken in Utendorf, weil ich am Tag davor in der Brauereigaststätte noch war. Dann anschließend bin ich weitergefahren nach Maria Schmollen, habe mir den Wallfahrtsort kurz angeschaut und dann ging es nach Hönhardt zu dem Skyflyer, wo man also das Skispringen üben kann auf einer Anlage. Dort angekommen habe ich eine lustige Hochzeitstruppe getroffen. Der Bräutigam war verkleidet als Einhorn mit Tütü und war eine Riesengaudi und mit denen bin ich dann gemeinsam zweimal gesprungen. Anschließend haben wir eingekehrt, waren noch ein bisschen unterwegs, jetzt haben wir noch ein Fußballspiel geschaut und jetzt fahre ich wieder weiter nach Geinberg zum Nico.